Einmal mehr Bienvenido de Mexico. Eigentlich wollten wir euch ja berichten, was wir die ersten Tage in der Kolonialstadt Tacloatlán alles erlebt haben. Das war nämlich sehr viel und sehr spannende Sachen. Aber wir sitzen im Dschungel, wo es auch schön ist, und trinken unser Frustbier, weil... Ich habe es fertig gebracht. Sämtliches Material, respektive die ganze Herde, wo das Filmmaterial drauf ist, neu zu formatieren. Und jeder weiß, was das heißt. Alles weg! Alles weg! Und nicht nur das Material von Tacloatlán, dessen Name mich irgendwann noch wahnsinnig macht, sondern auch Fehmarn. Wo waren wir noch? Wir haben noch unser Auto verschifft. Ja, grundsätzlich haben wir es wieder mal, und das ist wirklich ein Advice an alle Reisenden, macht Backups. So, die letzten 6 Wochen, 7 Wochen Filmmaterial ist weg, und das sind doch einige Erlebnisse, ja, gern. Aber wir haben noch sämtliche YouTube-Filme. Yay! Wir schauen jetzt unsere Filme selber auch auf YouTube an. Ja. Cool. Toll. Es ist vor allem mega schade, weil es ist nicht nur ein normales Städtchen, dieses Tacloatlán, sondern wir hatten wirklich ein cooles Erlebnis dort, nämlich dass uns Victor und Julio, zwei Spanier, die wir dort kennengelernt haben, das ganze Dorf gezeigt haben, rumgeführt haben, die Geschichte erzählt. Wir waren im Zoo, wir waren bei ihm zu Hause, haben ein Live-Konzert erhalten, wir haben wirklich und. Wir waren alleine im Kulturhaus, haben eine Führung für uns privat erhalten. Wir haben wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Und ich, der Depp, mache alles an Arsch. Ärgert wirklich ohne Ende. Ja, all diejenigen, die unseren Newsletter abonniert haben, die wissen, wir machen immer ein Lowlight und ein Highlight des Monats. Das Lowlight kennt ihr jetzt schon. Yay! Ja. Machen wir das Beste draus. Wir haben noch ein paar wenige Aufnahmen auf meinem Handy gespeichert. Immerhin so ein paar wenige Erinnerungsstücke sind noch vorhanden, weil es war wirklich eine coole Zeit in dieser schönen Kolonialstadt. Ein Abstecher dorthin lohnt sich unbedingt. Es gehört nämlich auch zum UNESCO-Weltkulturerbe und das auch nicht ohne Grund. Deswegen don't miss Tacloatlán. Was soll ich da noch sagen? Der Tag ist trotzdem nicht ruiniert. Nein, weil heute haben wir ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber das seht ihr jetzt alles später noch im Video. Viel Spaß. Wir sind mitten im Dschungel angekommen. Dieser Weg hier führt zum Campingplatz La Junga. Wir haben ihn jetzt schon mal zu Fuß abmarschiert, um zu schauen, ob wir überhaupt durchkommen, weil die Äste sind doch relativ tief und wir wollen ja den Dschungel nicht abholzen.
Wir haben es geschafft. Wir haben Wally durchgedrückt und sind jetzt hier im La Jungla Campingplatz angekommen. Wir sind die einzigen weit und breit hier und ja, genießen jetzt das Dschungelfeeling. Bei der Hinfahrt hierher haben die Brüllaffen laut aus dem Dschungel rausgerufen und auch hier auf dieser schönen großen Wiese ist die Dschungelgeräuschkulisse doch relativ laut. Of that night, there was no one there to end the fight. Remember what I did. He was no one really, just a kid. Have I Sandro hat schon das erste Mal die Angelrute ausgeworfen. Er hat sogar Köder gekriegt von ein paar Mexikanern. Ich habe ziemliche Konkurrenz hier beim Fischen. Und sie haben schon ein bisschen was gefangen, Sandro leider noch nicht. Das wird schon noch nichts gefangen. Null Runde. Der Catemaco-See hier ist übrigens voller Krokodile. Hoffentlich fängt er kein Krokodil. Er hat einen, oder? Fuck! Was? Er ist weg. Warum? Wieso? Jetzt habe ich wirklich gross. Ich warum? Wie viel ist das kleiner? Wir sind ja vorhin hergekriegt. Ich habe gesagt, oh fuck, das ist scheiss gut geworden. Of that night, there was no one there to end the fight. Remember what I did. Ein richtig schöner Ausflug war's. Der Campingplatz La Jungla ist definitiv eine Reise wert, wenn man sein Fahrzeug durch den Dschungel campen will. Heute geht's weiter nach Chiapas, eine rund 300 Kilometer lange Reise. Was für Mexiko enorm viel ist. Mal schauen, ob wir es an einem Tag hinkriegen oder ob wir irgendwo unterwegs übernachten. Ist geschafft. Mit hohen Erwartungen kommen wir im Bundesstaat Chiapas an. Der erste Abstecher führt uns an den Wasserfall El Aguacero. 700 Treppenstufen und ein kleiner Dschungelwalk später genießen wir eine erfrischende Abkühlung. Kilometer und 2 Stunden Fahrzeit entfernt liegt die Cima de la Cotorras, ein riesiges Loch, welches Hunderte von Papageien und weiteren Vögeln beheimatet. Ein paar Minuten entfernt liegt unser nächster Stellplatz, wo wir ein paar Tage verweilen.
wenn ich mir das so genau überlege, denke ich, wir haben etwas zu viel Material dabei. Hier seht ihr 3 Kite, Tauchausrüstung, doppelte Hike-Ausrüstung, Zelt, komplettes Ersatzmaterial, viel zu viel, Gitarre, Fischerzeug, Yogamatten, Terik, ja, 2 Bikes sind auf der anderen Seite, komplette Außenküche, Hängematten, ja. Ziemlich viele Sachen, aber früher oder später brauchen wir alles. Wir wurden wirklich schon einige Male angefragt per E-Mail oder über Instagram, wie wir unsere Fahrräder hinten am Fahrzeug befestigen, wenn wir kurze Strecken fahren. Die Fahrräder sind für längere Fahrten hier hinter mir in 2 Hartschalenboxen, wo eigentlich für Flugzeugtransport gedacht ist, verstaut. Werde ich später mal zeigen, wie das aussieht. Und hier hinten habe ich Marken Eigenbau einen Fahrradträger genau für unsere Fahrräder gebaut. Wie der funktioniert, zeige ich euch jetzt rasch. Und zwar folgendermaßen. Hier, ich bin Mr. Spannset. Ich habe für alles Spannsätze benutzt, weil es einfach am einfachsten ist. Dann funktioniert das Ganze so. Tada. Und das ist eigentlich schon alles. Wichtig, wenn ihr jetzt einen selber baut, ist diese Distanz. Dann kann man das Vorderrad hier reinstellen und das wirklich zweite wichtige Maß ist das von hier nach da unten. Weil ich spanne dann das Fahrrad, kommt jetzt so reingehängt und das Hinterrad kommt direkt hier auf diese Platte. So, das ist schon alles. Es ist nicht nur wieder Tag des Einräumens, sondern auch mal wieder Putztag. Kühlschrank ist neu eingeräumt und rausgeputzt, Bett neu angezogen und das Badezimmer geputzt. Muss leider auch zwischendurch sein, man kann nicht immer nur reisen. Weil in Mexiko die UV-Strahlung unglaublich hoch ist, kriegt unser Reserverad endlich, wollte ich schon in Europa machen, eine Abdeckung. Ansonsten kannst du den Gummi wirklich ziemlich rasch wegwerfen. Und das ist meine Nachmittagsarbeit. Yay, macht Spaß. Das ist übrigens eine Tischabdeckung. Funktioniert sicher auch. Was Besseres haben wir nicht gefunden auf die Schnelle. Aber Sandra macht das bestimmt passend. Gilt das alte Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Das war jetzt wieder ein hartes Stück Arbeit. Doch, ich bin sehr zufrieden mit meiner Improvisation. Und jetzt habe ich genug Sonne und habe ich schon ein Bierchen geholt. Für die ganze Familie, Corona familiar. Mit Bier und WD-40 geht's einfach besser. Ist so. Sandra bringt einfach immer alles irgendwie hin. Da hat er sich das schöne, große Familienbier doch verdient. Also ich muss mich hier ja noch bei Hansi von Chang unterwegs bedanken, der mir den Tipp gegeben hat, kauf doch eine Tischabdeckung. Dankeschön. Unsere erste Biketour in Mexiko startet jetzt. Trails werden wir wahrscheinlich keine finden, aber wir wollen mal ein bisschen die Gegend erkunden und schauen, was wir so entdecken. Wir sind gespannt. Ja. Was für ein Schlamm hier. Also, meine Schaltung hat sich soeben verabschiedet. Da musste ich rasch ein bisschen was machen, ja, damit das irgendwie wieder rund läuft. Schaut euch das an. Der ganze scheiß Schlamm, der bleibt sowas von am Bike hängen und springt nur noch die Kette raus, die Räder drehen kaum mehr.
Ja, Spaß sieht anders aus, aber ja, war ein tolles Erlebnis. Der Regen war sehr wahrscheinlich gestern Nacht doch zu heftig. Es ist wirklich nur eine Schlammschlacht. Offensichtlich laufen wir jetzt nach Haus. Ja, oder geht nichts mehr. Fahren, laufen auf jeden Fall zurück, bis wir zu diesem schönen Schlamm raus sind. Das war ein bisschen mehr Arbeit als Spaß, aber ja, so ist das Leben zwischendurch. Linda ist schon unsere Kleider am Waschen. Eine Waschmaschine haben wir leider nicht dabei. Also halt von Hand. Die Besitzer hier von dem Restaurant haben heute Nachmittag unsere Petromax-Feuerschale gesehen und gedacht, wir sollten mal ein Feuer machen. Wir haben gesagt, ja, why not? Kann man mal machen. Er ist dann kurzerhand mitten im Regen Holz zusammengegangen für uns und jetzt haben wir unser Feuer und eine Kochanleitung für die Frijoles. Mal schauen, ob das gut kommt. I have missed this moment time and time again. I waited for a signal when I should have moved instead. Don't wanna waste another minute, 'cause a minute's enough to change. I hear the sound of a heartbeat begging for heaven to come my way.